Was geht ab, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Star Wars Battlefront, und zwar Abwurfszone. Ja, mal wieder Abwurfszone, was geht ab? Ich habe jetzt eine Woche Pause wieder hinter mir, deswegen mal gucken, wie ich jetzt zocken werde. Ich hoffe, nicht so schlecht. Und nebenbei wollte ich noch mal ganz kurz mit euch über den kommenden Outer Rim DLC reden, denn ja, das Level Cap habe ich ja angesprochen, dass es erhöht wird. Komm, zeig deine Fresse. Komm, zeig sie, Baby. Zeig sie mal. In dein Fressnei. Aufgepasst. Fürs Team. Yes. Ne, mir steht einer. Nee, Kollege. Turnschuh. Das wird jetzt wieder ultra schwierig. Oh, den hätte ich doch haben können. Moment, ich kann nicht über solche Sachen reden und nebenbei richtig heftig zocken. Ja, das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Ich muss sie jetzt erstmal kaputt machen, Leute. Also, Level Cap habe ich angesprochen. Die Helden Greedo und der andere, dessen Namen ich vergessen habe und einfach nicht weiß, sind bestätigt. Okay, direkt gegen Schädel. Direkt gegen meinen Wasserkopf geworfen, die Scheißgranate. Nicht schlecht. Ja, das ist bestätigt, also die werden es wirklich sein. Dann gibt es natürlich, wird es neue Waffen geben, es wird neue Sternkarten geben, wahrscheinlich die Waffen unter anderem von den beiden. Es gibt da so ein Artwork, wo sie nebeneinander stehen, da sieht man die Waffen ganz gut. Für die Leute, die das interessiert, die können es ja gerne mal machen. Das ist ein Todesurteil, Kollege. So. So. Nein. Ja, das wird es wahrscheinlich geben, also die Waffen von denen. Und dann ist natürlich das Interessanteste neben den Helden, ist ja für mich persönlich, sind es natürlich die Maps. Und es wird zwei neue Maps geben, beziehungsweise ich sag eher mal zwei neue Schauplätze, wie es ja auch heißt hier im Spiel. Und zwar wird es unter anderem natürlich diesen Jabba's Palast geben. Und so eine Lava-Map angehauchte Sache wieder. Wir haben ja schon eine davon, aber da soll es anscheinend noch eine geben jetzt. Und zwei Schauplätze, das heißt wahrscheinlich eine Variante in groß, eine Variante in klein, vielleicht dann nochmal für Jägerstaffel was. Und das ist es denn. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich überlegt, sag mal, kostenpflichtiger DLC. Ist das genug Content dafür? Ich weiß auch gar nicht, was das kosten wird. So, ein einzelnes DLC-Pack. Ich weiß auch gar nicht mehr, ehrlich gesagt, was der Season Pass gekostet hat. Was kostet der Season Pass eigentlich nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. 50 oder 40 Euro? Eins von beiden auf jeden Fall. Hör doch auf, bitte. Auf jeden! Kingslayer 18... Oh Gott. Oh mein Gott! Beruhig dich, Marcel. Beruhig dich. Beruhig dich, Alter. Alles klar, Leute. So, Konzentrationsmodus. Dem Ficker muss ich jetzt erstmal zeigen, wer hier der Kingslayer ist. Jetzt reicht's, Alter. Jetzt reicht's. Das. Nee, das geht nicht. 187, Alter, wenn ich das schon wieder lese. Das ist doch. Krieg einen eiskalten Kotzreiz, aber richtig vom Allerfeinsten. Nee. So, genug dazu. Ihr könnt jetzt auf jeden Fall schon mal eure Meinung dazu schreiben. Wie gesagt, ich war ein bisschen überrascht. Dachte, lohnt sich das nicht? Und ich kann es nicht beurteilen. Wir müssen es zocken, wir werden es zocken. Wir werden es auf Herz und Nieren testen. Ja, wir werden die neuen Maps zocken, die neuen. Ich glaube, es soll auch einen neuen Modi geben. Wir werden die neuen Helden zocken, die neuen Waffen und so weiter und so fort. Wir werden alles zocken, ja. Also für die Leute. Oh shit, der will's richtig übel wissen. Für die Leute, die das interessiert, selber noch nicht so sicher sind, lohnt sich das für mich. Schaut einfach mal bei mir rein und dann wisst ihr Bescheid. Ja? So, genug dazu. Ansonsten wisst ihr jetzt Bescheid und auch die zukünftigen DLCs werden wir natürlich gemeinsam spielen. Und jetzt gibt's nur noch einen Auftrag. Ich gegen möchte gern Kingslayer, Alter. Ich werde jetzt alles einsetzen, was ich hab, ey. Wirklich jede ekelhafte Taktik. Ich werde den so zerstören, Alter. Ich werde den so zerstören jetzt. Feindliche
Das ist nicht wahr. Warum kriege ich dafür einen Assist, Alter? Wir haben ja jetzt schon die dritte Kapsel. Nein, lass das Spiel ein bisschen länger gehen. Okay, ich werde die nächste Kapsel nicht beschützen von uns. Oh mein Gott, dieses Schild war. Oh, Alter. Ah, oh, das war wohl der Kingslayer. Alter, wir werden so schnell gewinnen. Scheiße, Mann. Der Kingslayer werde ich aber in dieser Runde sein. So sieht es nämlich aus. Plus, ich rede nebenbei. Das unterschätzen viele Leute auch immer, weißt du? Mein Kill, aber ganz hier. Ja, den habe ich wenigstens noch mitgenommen. Ich bin gerade nur auf Kills aus. Ach, Kingslayer, bist du ja immer noch bei 12? Was ist denn los mit dir? Hä? Ich dachte, du bist Mr. 187, Alter. Hä? Was geht denn da? Ich sehe gar nichts mehr. Oh, scheiße, diese Blendgranate. Alter. Was sind das für ekelhafte Taktiken, die sich in den letzten 3-4 Wochen entwickelt haben plötzlich? Schild... Blendgranaten vorher noch nie gesehen, weißt du? Aber jetzt ist es irgendwie. In jedem Spiel laufen da mindestens 2-3 Leute rum, ne? So. Ja, ist doch scheiße, Mann, dass wir jetzt schon wieder fast gewonnen haben. Ich werde es nicht einnehmen. Keine Lust, dass das Spiel schon beendet wird. Wir nehmen die Rettungskapsel in Besitz. Krieg ich auch noch einen Kill ab? Auf jeden! Auf jeden Fall! Ich krieg keinen Kill mehr ab. Ich krieg keinen Kill mehr ab. Nö. Darf ich nicht. Ey, sag mal. Das war's schon. Okay. Ja, das ging relativ schnell, wa? Was geht ab? Ich kann mich echt nicht. Das ist ganz schlimm, Leute. Das ist ganz schlimm. Wie gesagt, das unterschätzen so viele Leute. Wenn du redest und nebenbei zockst, das unterschätzen so viele Leute. Wa? Das ist. Ganz schlimm. Na gut, egal, Leute. Das war ein bisschen kurz, deswegen machen wir mal eine. Ich rede schon wieder viel zu schnell von meinen Lippen und Zunge. Wir machen nochmal eine Runde Gefecht, würde ich sagen. Also hören wir uns gleich wieder. So, Leute, alles klar. Runde Gefecht geht jetzt los. Ja, ich habe auch ein schlechtes Gefühl, weil wir werden alle sterben, Mann. Wir werden sterben. Aber ich werde erstmal ein paar Leute umbringen. So sieht es nämlich aus. Verdammten Sturmtruppler, weißt du, die denken die ganze Zeit hier mit ihren coolen Anzügen sind sie cooler als wir. Aber so ist es nicht, Leute, so ist es natürlich nicht. So, ich wage mich vor, um zu sterben. Ja, diese EE-3-Waffe, die geht mir auch schon wieder so offen. Diese Dreischusswaffe, ne? Ich glaube, wenn du damit richtig gut triffst, machst du richtig fetten Schaden, ey, aber richtig übel schnell. Nein, ist natürlich nicht mein Kill. Wir bringen die Schlacht unter Kontrolle. Ist auch schon tot. Du Stück Scheiße von Camper, Arschloch, Penis, Alter. So. Gehen wir mal hier lang, da kommt gleich einer. Sehr schön. Paar Kills gemacht, so kann es gerne weitergehen. Weg damit. Ja, ist schon besser.
Natürlich! Es ist... Warum sollte ich nicht auch den Assist bekommen, ne? Oh, Junge, Sam Fischer mäßig. Komm, nimm wenigstens einen mit. Yes, Alter. Geil, Mann. Geile Aktion. Ach, ich liebe diesen Typen, ey. Ich liebe den einfach. Ach, dieser Zobman, ey. Mensch. Der ist so ein feiner Typ. Komm schon, renn ich weg. Ja. Warum auch nicht? 2 fucking Lebenspunkte. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Hier war doch gerade einer. Wir haben unseren Vorteil verloren. Oh Gott. Weg da, weg da, weg da. Stirb. 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 Pussy hoch 10 wieder hier mit seiner scheiß Schildwichse. Da hast du es, Junge, da hast du es. Nein! Mann, Alter. Scheiße. Scheiße nochmal. Jungs. Wollt ihr da nur chillen jetzt oder was? Bewegt euch doch mal, macht auch noch ein paar Kills. Was ist hier schon wieder los, Mann? Yes! Ach, es ist natürlich wieder. Ach, scheiße, Mann. Weg, 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 weg. Weg mit dem Scheißding. 17 Kills haben wir. 25 wären nice am Ende. Die wären... Ganz nice, Leute. Deswegen, ich gebe jetzt alles, dass wir nochmal die 25 Kills schaffen. Assist. Hätte mein Kill sein sollen. Natürlich, der holt mich weg mit dieser beschissenen Wichswaffe, Alter. Ich schieße den mit dem explosiven Schuss die ganze Zeit nur in den Kopf und er holt mich trotzdem vorher weg. Naja, gut. Ist ja egal. Freue mich, dass mein Kollege davor meinen... eigentlich meinen Kill bekommen hat. Das freut mich dann doch schon eher wieder. Da schon wieder. Zum Kotzen, ey. Die ganze Assist-Scheiße kotzt mich so hart an. Da ist einer. Oh Gott. Da ist einer. Warum ist denn der jetzt nicht gestorben, Mann? Warum ist der nicht gestorben, Leute? Was zur Hölle? Was zur Hölle, Mann?
Kannst du vergessen, Junge. Vergiss es. Sehr schön. Na, kommen Sie. 24 Kills haben wir. Yo, yo, yo. Ihr schafft das. Wir sind fast am Ziel. Ja! 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 Alter Schwede. Jawohl, Alter. 32,6. Was war nochmal meine beste Runde? 34,4 oder so, oder? Okay, zuletzt habe ich echt auch wieder wenig geredet. Aber das ist halt so das Ding, wenn ich mich wirklich wahrscheinlich eine Runde, wo ich im Flow auch bin, komplett 100% konzentrieren würde, wäre nochmal ein bisschen mehr drin. Aber das wäre dann wiederum auch ein bisschen langweilig für dich. Für dich da draußen. Genau, für dich. Für euch natürlich. Gut, Leute. Das soll es dann aber trotzdem gewesen sein. War eine nette Runde. Klar, muss man sagen, ab und zu hatte ich dann noch ganz gut Glück, dass sie im Rücken zu mir gedreht waren. Aber das gehört halt dazu. Wa? Was soll man dazu sagen? Aber jetzt gerade eben zum Schluss davor, war nicht schlecht mit den Droiden. Kann ich auch nichts dafür, dass sie lieber auf den Droiden einschlagen, als mich dazu. Gut, Leute. Wenn es euch gefallen hat, ihr mehr sehen wollt, wisst ihr, was zu tun ist. Ansonsten hört man sich beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.